Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Total War Thrones of Britannia mit mir, dem Goro, bei. Lang ist es her, dass wir hier ein paar Runden gespielt haben, tatsächlich. Warum kann ich mich nicht scheiden lassen? Achso, weil nicht nötiges Kleingeld in der Schatzkammer da ist. Aber gut, aber gut, aber gut. Wir haben etliche Tage nicht gespielt. Muss mal gucken. Ach, der Sohn von ihm ist auch schon. Ah, das ist ein doofer Sohn. Der hier ist viel cooler, unser Sohn. Egal. Ich werde wahrscheinlich dann den hier zum Erben machen. Oh, warum ist denn der gestorben? Oder der ist einfach verstorben mit 15. Zum Glück haben wir noch den anderen. Ja, und sonst haben wir hier noch einen und hier haben wir auch einen. Und das ist auch noch unser Sohn. Der tatsächlich hier, sie ist loyal. Weil Gaukure nicht so loyal ist. Egal, es ist ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Hier müssen wir die Loyalität nochmal machen. Wenig Grundbesitz. Gucken wir doch gleich mal. Wir haben hier unten ja auch relativ viel Grundbesitz, deswegen könnte das völlig in Ordnung sein, dass wir dir hier ein bisschen Grundbesitz geben, wenn du hier rauskommen könntest. Da bekommst du die Provinz hier unten. Wunderbärchen. So, Unzufriedenheit in einer Provinz, das müsste die hier unten sein, ganz genau. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhatte zuletzt. Die Stadt eingenommen. Hier gab es nämlich den, der hier rumgezogen ist. Lächerlicherweise. Genau, wir müssen jetzt gucken, dass wir nächste Runde die beiden Städte einnehmen können. Ich hoffe, dass das nicht mein Vasall macht. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Weil ich ja gerne die Provinz haben wollte. Komplett. Zum Glück hat er es nicht gemacht. Nicht ganz zumindest. Durch Freundschaft könnte von Nutzen sein. Mit den Nordmännern kann ich gut eine Freundschaftserklärung haben. Immerhin sind das unsere Kumpels. Fähiger. Rinderpest. Das ist nicht gut. Was macht das? Oh, Minus auf Region und 50% Gold aus dem Hof. Wir schwören treuen Dienst. Ach, das ist unser General. Okay, gut. Den könnten wir tatsächlich nochmal ein bisschen Quartiermeister geben. Weil er dann noch weiterziehen kann. Bis zu der Stadt kriegt er hin. Rüstig und bereit. Besetzen wir. Ohne Verzug. Und die Stadt kann er nämlich besetzen, dann haben wir die ganze Provinz eingenommen. Ja, allerdings. Sofort. Kurzer Sieg, Eroberung haben wir jetzt auch geschafft. Na Mensch. Also wir nähern uns auf jeden Fall mit großen Schritten hier der letzten Folgen auf jeden Fall. In diesem Projekt, so viel kann ich schon mal verraten. War die das eine? Nee, das war tatsächlich keine von uns. Wir müssen aufpassen, dass die englischen Rebellen dann nicht uns angreifen. Nein. Wir haben auf jeden Fall gut Action hier gemacht. Hier gibt es natürlich jetzt noch eine Provinz, ein Volk, was wir leichtfüßig, wie wir sind, zerstören könnten, glaube ich. Die haben nämlich tatsächlich keine Kumpels. Warum machen wir das dann nicht einfach? Die haben doch nichts. Erklär ihm ruhig mal den Krieg. Aber wir erbitten keinen Beistand. So sei denn Krieg. Unser Vasall ist halt dabei. So, dann lass uns mal ein bisschen was bauen hier. Ein paar Rammböcke und so ein Kram. Kann ja nicht schaden. So, das haben wir gemacht, weil hier unten haben wir nämlich die Provinz noch eingenommen. Die komplette Provinz tatsächlich. Das heißt, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus für uns. Ich weiß gar nicht, was wir erforschen. Achso, hier. Dass wir unsere Einheiten noch ein bisschen upgraden können. Lieber kämpfen, als Opfer des Krieges zu sein. Krieg beitreten dagegen. Was passiert, wenn ich Nein mache? Es wird noch andere gelegen. Achso, das ist das Einzige, was dann passiert. Gar nichts eigentlich. Der ist mit seinen Schiffen draußen. Unser Vasall, der muss hier seine Ländereien nochmal unter Kontrolle kriegen. Die Freundschaft könnte von Nutzen sein. Die Freundschaft könnte tatsächlich von Nutzen sein, ja, das stimmt schon. Das sind aber ein paar Feinde, die mit mir verbündet sind. Wenn wir gegen Wessex gehen würden, würden wir auch richtig, richtig viele Freunde kriegen. Begänge Überfälle, okay. Können wir hier jetzt? Können wir machen. Das Ganze regeln wir aggressiv, direkt, schwer den Kopf gesteckt. Und die Provinz übernommen. Wir besetzen sie nur. Ich habe einen höheren Rang erreicht. Und haben hier eine, wie nennt sich das?
Haben wir auf jeden Fall. Eine Zivilisation haben wir nochmal. Ein Volk zerstört, das ist okay. Gegen die eventuell jetzt als nächstes. Die machen sich ja hier auch relativ breit. Kann man schon fast sagen. Müssten wir dann mal sehen, ob wir das können. Oh, das sieht auch gut aus. Wir haben richtig viel. Aber wir kriegen wenig Geld tatsächlich. Wo verlieren wir das? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man könnte hier tatsächlich noch ein bisschen mehr Rüstung bekommen. Feindliches Blut wird fließen. Ja, hier sind noch ein paar Upgrades drin. Ach, die kann man neu ausbilden. Ach, guck mal, das. Das ist auch nicht schlecht. Kann ich dich auch noch? Ne, der hat tatsächlich keine. Aber der hat tatsächlich hier ein Upgrade für sich. Das ist auch nicht schlecht. Was hat er denn nicht? Er hat nicht sonderlich viel Hingabe. Das reduziert die Beweglichkeit. Da müssen wir den Quartiermeister dann nochmal ein bisschen verbessern. Dann passt das auch. Also hier sind etliche draufgegangen tatsächlich. Die werden dann neu ausgebildet hier. Hat der keine? Doch, da hat tatsächlich auch welche. Den verbessern wir und die upgraden wir. Ja, schon ein kleines Stück besser tatsächlich, wenn wir die geupgradet haben. Was fehlt hier bei der Loyalität? Bei dir fehlt tatsächlich auch wieder Grundbesitz. Wir haben hier unten ja relativ viel, deswegen können wir das ruhig so machen. Dass wir dir ein bisschen Grundbesitz geben. Und dann upgraden wir auch unseren Statthalter hier. Der könnte ruhig ein Wildbeuter werden. Und er ist auch Statthalter. Hier gegen Belagerung, das passt doch auch. Da ist ja dann auch Ruhe, ne? Wo ist Unzufriedenheit hier? Es wird auch langsam besser. Die Truppen sind hier auch tatsächlich weg. Das Einzige, wofür ich ein bisschen Angst habe, wenn ich Krieg mit ihm machen würde. Wen hat er dann? Er hat hier so ein paar Vasallen. Und defensive Verbündete. Da hat ein relativ großes Land tatsächlich hier auf Irland. Und da wollte ich eigentlich nicht rüber. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich will eigentlich nur England haben. Aber Wessex. Man darf auch nicht vergessen, dass Wessex auch viel Land hat, ne? All das Grüne hier. Die West Saxon. Man könnte durchgehen durch das Land. Tatsächlich, das ist wie... Wie Butter geht das durch, glaube ich. Weil nach oben hin würde ich mich ungerne orientieren. Mit denen bin ich relativ gut befreundet hier. Der hat tatsächlich niemanden, wa? Northumbria hat hier oben, aber mit denen auch nicht mehr so gut. Aber mit denen, das ist unser Wall sozusagen. Die neutrales Verhältnis hier unten. Die Nordmänner sind eher schlecht auf mich zu sprechen. Eher schlecht als recht. Was ist das hier? Das sind die. Ja. Ja, ja. Eine Überlegung ist es auf jeden Fall wert, das irgendwie anders zu managen. Wir sollten uns verbünden. Ich hatte große Hoffnung. Eher ungern. Auch wenn ich noch ein paar Vasallen haben könnte. Tatsächlich. Oh. Okay, die Fraktion wurde vernichtet. Das ist gut. Gut für uns auf jeden Fall. Hier kriegen wir nochmal den Schreiber. Und irgendwo gab es eine... Welche, die aufgemuckt haben. Hier tatsächlich. Ist keine schlechte Idee. Kommst du bis dahin? Nicht diese Runde. Nächste Runde schafft er das aber. Dann können wir das Land einnehmen und dann haben wir zwei Provinzen hier. Wir haben ja die Hauptprovinz. Von daher passt das eigentlich. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Dachte, ich könnte auch Schiffe bauen, aber ich glaube, es gibt keinen Schiffskrieg, keine Seeschlachten. Wir schwören treuen Dienst. Wir ziehen in den Krieg. Das ist unser Erbe, ne? Knut. Niemals. Oder? Nee, er ist unser Erbe. Der regelt da relativ viel aktuell. Auf den Krieg. Wir ziehen mit unseren beiden Armeen hier unten mal ein bisschen durch die Gegend.
Dann fehlt nur noch die Provinz. Die gehört da unten. Und die Provinz gehört zu der. Und da gibt es eine Mine. Ja, gut. Gut ist was anderes eigentlich. Und warum hier noch die Unzufriedenheit? Ja, durch die Besetzung noch. Das tickt ja langsam runter, dann passt das. Sonst warten wir einfach nochmal ab, wie sich das entwickelt. Oh, er segelt tatsächlich zurück, aber er schafft es nicht. Meine Fertigkeiten wurden verstärkt. Sehr gut. Und jetzt klatschen wir die weg. Zack. Zack. Weg mit dir. Mit unsere. Denn wenn das unsere ist, haben wir zwei Provinzen. Und ihm halt gehört halt nur noch die hier. Das könnte alles ein riesiger Vorteil für uns werden. Am Ende. Am Ende des Tages kann. Alles kann, nichts muss. Auch noch gebaut. Warum den jetzt hier unten stehen haben, wäre halt eine Frage, ne? Wenn man im Norden gut Action machen könnte. Auch gerade gegen ihn hier. Gucken wir mal. Viele Stämme sind auf jeden Fall nicht mehr da. Und Miede, die Miede, dass die sich hier auf der Insel noch niedergelassen haben, auf der Hauptinsel, das ist ganz schön traurig, wenn ich ganz ehrlich bin. Da fehlen auch wieder Grundbesitze. Aber wir haben auch viel Grundbesitz hier unten im Süden. Von daher kann man das auch alles abgeben. Das macht gar nichts. Das gibt dann auch ordentlich Zufriedenheit. Haben wir Krieg mit jemandem noch eigentlich? Tatsächlich nicht. Wir haben keine Feinde. Wir haben nur militärische Verbündete hier mit Wessex und mit denen hier oben, mit den Schotten. Und dann haben wir unseren Vasallen. Ich könnte die hier auch noch zum Vasallen machen. Mögen die Verhandlungen uns voranbringen. Wir hegen keinen... Na gut, dann nicht. Ich schicke einfach mal eine Armee hoch und mache ihn dann so zum Vasallen. Ein Vasallenstaat ist ja auch keine schlechte Sache eigentlich. Grundsätzlich für uns auf jeden Fall. Wenn er hier seine ganzen Armeen abgezogen hat, dann kann ich den echt mir nichts, hier nichts kaputt machen. Zieh mal in die Richtung. Dann hilfst du deinem Sohn hier oben mal. Soweit zumindest mein Plan. Es dauert ein paar Runden, bis er da oben ist. Warum ist hier so Militärverschleiß? Warum sind die draufgegangen? Weil die durch die Berge reiten mussten? War das Todesland oder was? In kalten Regionen erleiden Armeen Verschleiß. Sehr gut. Sehr gut, dann will ich mehr Gold. Wenn meine Armeen schon draufgehen, dann möchte ich mehr Gold. Und unser Vasall. Den zieht es hier durch die Gegend. Überschwemmung. Sehr gut. Beschädigte Gebäude. Wo gibt es die? Hier oben natürlich. Das ist... Zählt das eigentlich als Schwemmland? Naja, das hier. Feuchtgebiete. Ach, schade, das ging dann nicht mehr. Weil wir nicht so viel Geld machen... Also okay, das habe ich auch gleich erforscht. Jetzt erforsche ich nochmal das hier. Kann ich die nächsten Streitaxtkämpfer haben. Unsere Armeen schön hochpowern. In kalten Regionen erleiden sie Verluste. Hier mittlerweile nicht mehr. Und jetzt erleidet er gar keine Verluste mehr. Jetzt wird er noch aufgeladen, seine Truppen hier. Ja. Den zieht's jetzt hier oben hin, ne? Über die Brücken. Dann kann er sich dort nämlich auch aufladen.
Dann passt das schon, dann passt das schon. So, nächste Runde würde ich sagen, hier mal gucken, dass wir den angreifen, den Mide und vertreiben von England. Aber das alles ist Zukunftsmusik. In diesem Sinne, wenn ihr noch mehr Total War of Thrones of Britannia sehen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst den Daumen nach oben brennen, weil dann gibt es noch mehr. Ansonsten könnte man das so langsam ausfaden lassen. Wir haben etliche Siege erreicht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Sollte es die letzte Folge sein. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr mehr sehen möchtet. Bis dahin, haut das mal rein.